Unfall in Lockstedt. Lkw-Fahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung. Ärger in Munzburg. Müll- und Lärmbeschwerden um Flüchtlingsunterkunft. Musik auf St. Pauli. 18. Auflage des Reeperbahn-Festivals gestartet. Am Donnerstagmorgen ist es auf dem Lockstedter Steindamm zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines Lkw verlor offenbar das Bewusstsein und hinterließ eine Spur der Zerstörung. Es ist eine Schneise der Verwüstung, die erahnen lässt, dass der Lkw auf dem Lockstedter Steindamm am Donnerstagmorgen nahezu ungebremst von der Straße abgekommen ist. Gegen 8.20 Uhr verliert der 54-jährige Fahrer des Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug, reißt zunächst einen Ampelmast um, kracht dann in ein parkendes Auto und ein Haltestellenhäuschen, ehe er an einem Baum zum Stehen kommt. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist der Fahrer nicht ansprechbar. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann noch während der Fahrt das Bewusstsein verloren hat. Unter Reanimationsbedingungen wird er auf eine Intensivstation gebracht. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zeugen zufolge konnte sich eine an der Haltestelle wartende Frau rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Lockstedter Steindamm wurde zwischenzeitlich vollständig gesperrt. Der Unfalldienst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hamburg hat große Platzprobleme bei der Unterbringung von Geflüchteten. Anfang des Jahres wurde daher einer der Munzburg-Türme gekauft. Dort geraten nun Geflüchtete und Anwohnende aneinander. In diesem Turm leben bereits seit 1,5 Jahren Geflüchtete aus der Ukraine. Aktuell sind es 350, über die Hälfte davon Familien, oft mit Kindern. Zeitgleich leben hier aber auch Mieterinnen und Mieter. Eine Kombination, die nun offenbar zu Problemen führt. Beim für die Flüchtlingsunterbringung zuständigen Fördern und Wohnen sind Beschwerden über Müll und Lärm eingegangen. Menschen teilen sich immer mindestens zu zweit ein Zimmer. Bei Familien sind es oft auch mehr Personen pro Zimmer, wenn die Kinder noch klein sind. Und es entsteht dadurch einfach auch mehr Schmutz, mehr Müll. Wir haben natürlich auch einige kinderreiche Familien dort untergebracht. Und deswegen gibt es auch solche Nachbarschaftsprobleme, dass vielleicht eine Partei sehr laut ist, die andere sich belästigt fühlt. Daher hat Fördern und Wohnen, denen der Tower seit Anfang des Jahres gehört, die Reinigungsintervalle erhöht. Darüber hinaus wird die Hausverwaltung, mit der man offenbar unzufrieden ist, zum Ende des Jahres neu aufgestellt. Und auch mit den Mieterinnen und Mietern kommt man ins Gespräch. Angebote, die die Integration der Geflüchteten und den Austausch mit der Nachbarschaft voranbringen, gibt es hier bereits. Das werden wir auch weiter ausbauen. Also es gibt schon Gemeinschaftsflächen, die dafür genutzt werden können. Und wir schaffen auch noch eine weitere größere Fläche im Erdgeschoss, damit auch einfach viel Begegnung stattfinden kann, auch mit den Mieterinnen und Mietern, die hier leben. Die Situation an den Munzburg Towers ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu Konflikten an Unterkünften für Geflüchtete. Jüngst hatten sich auch am Überseering Anwohnende über Lärmbelästigung beschwert. Die Gefahr besteht wohl, dass sich Konflikte dieser Art häufen, denn immer mehr Geflüchtete müssen in der Hansestadt untergebracht werden. Alleine im August gab es über 800 Neuzugänge mit Unterbringungsbedarf. Über Wochen, über Monate leben die in Zelten, weil es noch nicht mal mehr Gebäude gibt, wo wir eine Gemeinschaftsunterkunft aufbauen. Also das ist auch für das Unternehmen Fördern und Wohnen jetzt ein großer Handlungsdruck, immer weiter Plätze zu schaffen. Und das in eben einer Stadt, in der schon fast 2 Millionen Menschen leben. Abgesehen von den Konflikten, zum Beispiel am Munzburg Tower und dem Überseering, erlebt Fördern und Wohnen aber auch weiterhin viel Zuspruch für Geflüchtetenunterkünfte. Viele Hamburger würden sich weiterhin für geflüchtete Menschen engagieren. Doch die große Sorge bleibt: Wie geht es in Zukunft weiter? Bislang ist darauf keine Antwort gefunden. Nachdem in Stade 2 Rinder mutmaßlich von einem Wolf gerissen wurden, haben wir uns mit Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer über Problemwölfe unterhalten. Also Rinder und Pferde ist ganz selten. Das meiste, was wir an Nutztierrissen haben, sind Schafe, vor allem ungeschützte Schafe. Deshalb ist der Herdenschutz auch so wichtig.
Wir haben mittlerweile, er ist ja gekommen aus Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wir haben ungefähr 40, über 40 Wolfsrudel mittlerweile in Niedersachsen. Und die breiten sich natürlich ein Stück weit immer weiter aus. Hauptnahrung ist natürlich normales Wild. 99% der Nahrung ist Wild. Aber da, wo er in Regionen kommt, wo bislang wenig Schutz ist, da geht er dann eben auch auf Nutztiere. Und deshalb ist es so wichtig, gerade bei Schafen, Herdenschutzzäune und auch Herdenschutzhunde, die wir als Land massiv fördern, dass man die dann auch hält, damit der Wolf auch lernt, dass es nicht einfach ist, an ja, ungeschützte Schafe zum Beispiel heranzukommen. Deshalb setzen wir uns als Land eben auch davon ein, dass man da, wo man viele Nutztierschäden hat, trotz gutem Herdenschutz, dass man dort dann auch schneller eingreifen kann. Nach der jetzigen Rechtslage ist es eben nur möglich, wenn man ein konkretes Tier mehrfach identifiziert hat. Das dauert erstens länger, weil man die DNA-Proben abwarten muss. Man muss das dann mehrfach haben. Man muss einen Rudel konkret zuordnen nach der Rechtsprechung. Und das wird gerade bei zunehmenden Wölfen immer schwieriger, dann auch einen konkreten Wolf dann auch zu entnehmen, weil man kann in der Landschaft jetzt nicht erkennen, welchen genetischen Code er hat. Und deshalb ist es aus unserer Sicht sinnvoll, dass man schneller regional differenziert bei hohen Schäden auch handeln kann. Dazu muss aber die EU und der Bund uns die Möglichkeiten geben, was wir seit Wochen vehement einfordern. In der Nacht zu Donnerstag ist in einem Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Eidelstedt aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Während der Löscharbeiten kam es jedoch zu Problemen mit der Wasserversorgung, weshalb die Flammen zwischenzeitlich nicht bekämpft werden konnten. Das Dach brannte weitestgehend ab. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Brandermittler sollen nun die Ursache für das Feuer untersuchen. Am Freitag startet in Hamburg erneut eine Volksinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Wie die Initiatoren am Donnerstag bekannt gaben, habe man den Gesetzentwurf gemäß dem Urteil des Hamburgischen Verfassungsgerichts vom Juli angepasst und wolle nun erneut versuchen, die mindestens 15.000 benötigten Unterschriften zu sammeln. Dem Anliegen nach soll Hamburg einen Modellversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen starten. Bis zum 3. Oktober können Unterschriften bei der Initiative abgegeben werden. Weniger Übernachtungen und Gäste im Juli. Die Zahl der Gäste ist im Juli dieses Jahres um 2,4% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Somit haben 717.000 Menschen Hamburg besucht. Das hat das Statistikamt Nord bekannt gegeben. Das Übernachtungsaufkommen von Gästen aus Deutschland schlägt mit einem Minus von 4,3% zu Buche. Ausländische Besucherzahlen dagegen haben sich um 5% gesteigert. Etwas über ein Viertel der Gäste kommt aus Dänemark, der Schweiz, Schweden, den Niederlanden und Österreich. Durchschnittlich 2,1 Tage bleiben Gäste in Hamburg zu Besuch. Das Reeperbahn-Festival feiert in diesem Jahr bereits sein 18. Mal. Angefangen hat es damals ganz klein. Mittlerweile katapultierte es die Stadt Hamburg 4 Tage lang zum Hotspot der weltweiten Musikindustrie. Das Reeperbahn-Festival war am Mittwochabend noch nicht offiziell eröffnet. Schon lauerten Musikfans auf den ersten Musikact. Oder chillten in musikbegeisterter Gesellschaft auf dem Spielbudenplatz. Denn hier gibt es auch gratis, also ohne das begehrte Festivalbändchen, Konzerte und Kostproben von Bands zu hören. Eine der kostenlos Bühnen ist zum Beispiel der Reeperbahnbus. Unmittelbar um die Ecke, auf dem Heiligen Geistfeld, findet sich das Festival Village inklusive der Fritz-Kohler-Bühne. Auch hier gibt es unentgeltliche Konzerte. Bis hin zu Ausstellungen. Alle, die sich ein Ticket gegönnt haben, kommen eh nicht am Festival Village vorbei. Denn hier tauscht man sein Ticket in das begehrte Festivalbändchen um. Und dann kann es auch schon losgehen. 80 Bühnen erwarten 320 Bands aus 40 Ländern. Und das in Clubs wie zum Beispiel dem Mojo, Übel und Gefährlich, der Elbphilharmonie und unzähligen weiteren. Während des Eröffnungsakts im Stage-Operettenhaus hielt Claudia Roth, Ministerin für Kultur und Medien, eine flammende Rede. Nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für Zusammenkünfte wie diese. We need festivals such as the Reeperbahn. Wir brauchen Festivals, so wie das Reeperbahn-Festival, besonders in einer Zeit, in der unsere Demokratie angegriffen wird von Rassisten und denjenigen, die das Gesetz verachten. The rule of law. The songs here
Die Lieder hier auf dem Festival, unsere Songs, handeln von Freiheit, Selbstbestimmung, Feminismus, Trauer und Wut. Und das ist der Sound der Demokratie, den wir brauchen. Das ist der Sound, der uns ermutigt und uns in Zeit von Krisen, Konflikten und Krieg Kraft gibt. In difficult times of crisis, of conflict and war. Für Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher ist es eine große Freude, die Hansestadt für die nächsten 4 Tage als die europäische Hauptstadt der Musik zu feiern. 4.500 Fachbesucher werden hier auf Nachwuchskünstler treffen. Musikbegeisterte finden jedes Genre, von Rock, Pop, Hip-Hop, Punk bis hin zu Jazz. Ich wünsche allen Gästen und Musikern tolle Konzerte, eine erfolgreiche Konferenz, eine tolle Zeit in Hamburg und eine schöne erste Nacht des Reeperbahn-Festivals 2023. Vielen Dank. All jene, die sich zu einem der 50.000 Besucher zählen dürfen, sollten bis Sonnabend Gelassenheit mitbringen, denn es wird auch zu unvermeidbaren Einlassstopps kommen. So mancher Geheimtipp könnte sich in der Szene schon rumgesprochen haben. Also es steht eine deutliche Wetteränderung an, aber nichts, was wir nicht schon mal in Hamburg erlebt hätten. Herzlich willkommen zu den Aussichten. In dieser Jahreszeit sind es häufig die Hurrikane, die über den Atlantik hinwegkommen, die nochmal große Wetteränderungen bringen. Jetzt kommt erstmal der ehemalige Hurrikan Lee, der uns kältere Luft bringt. Aber draußen auf dem Atlantik, da liegt noch ein Hurrikan, der sich zu einem Sturmtief umwandelt. Und dieses Sturmtief bringt uns dann in der kommenden Woche goldenes Septemberwetter mit reichlich Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Jetzt in der Nacht haben wir es mit einzelnen Regenschauern zu tun. Die Temperaturen gehen bis morgen früh auf 15 Grad zurück. Dazu gibt es morgen früh dichte Wolken. Anfangs ist es trocken, später kommen Schauer hereingezogen und die ziehen dann morgen über uns hinweg. Im Tagesverlauf dann eine Mischung aus dichteren Wolken, ein bisschen Sonnenschein zwischendurch und die Temperaturen erreichen höchste Werte von etwa 20 Grad. Nachdem das ganz große Gewölk abgezogen ist, endet der Tag sonnig und trocken bei abendlichen Werten um 15 Grad. Schöne Sonnenuntergänge bei uns in Hamburg auch in den kommenden Tagen, einschließlich des Wochenendes. Da geht es zwar am Samstag sonnig los, nachmittags einzelne Schauer, abends ist die Sonne wieder da. Frische 18 Grad als Tageshöchsttemperatur, Nachttemperaturen einstellig in der Nacht zum Sonntag. Morgens Nebel, dann viel Sonnenschein und dann kommt die wärmere Luft hereingeströmt mit dem nächsten Tiefdruckgebiet und das Ganze passiert unter Hochdruckeinfluss. Und deshalb in der kommenden Woche reichlich Sonnenschein von Montag bis Donnerstag, Sonne bei 21 bis 23 Grad. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.